Die deutsche Automobilindustrie liegt am Boden. Die Neuzulassungszahlen gehen massiv zurück. Die Chinesen möchten keine deutschen Autos mehr kaufen und auch der Technologievorsprung der deutschen Premiumhersteller ist dahin. Die Bundesregierung möchte jetzt der Autoindustrie helfen und hat dazu neue Gesetzesänderungen beschlossen. Die wollen wir uns heute angucken und dir auch damit zeigen, wie du mit dem Neukauf eines Autos im Vergleich zur aktuellen Gesetzeslage 9.000 Euro sparen kannst. Bleib dran, gleich nach dem Intro geht's los. Hallo, mein Name ist Stefan Kolb, ich bin Steuerberater aus Karlsruhe. Wir haben uns auf die Betreuung von Unternehmensmandanten spezialisiert, das meist in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften, das heißt eine GmbH, AG oder UG. In diesen Kapitalgesellschaften ist es auch nahezu immer so, dass es Firmenwagen gibt. Jetzt war es in den vergangenen Jahren so, dass in Deutschland der Markt für Elektroautos sehr stark gewachsen ist. Das heißt, es gab hier immer steigende Neuzulassungszahlen, der Anteil der Firmenwagen ist ja durchaus hochgegangen und wir hatten einen nicht unwesentlichen Anteil an den Neuzulassungen eben in rein elektrischen Autos. Mit Ende des Jahres 2022 ist ja dann die Umweltprämie ausgelaufen. Da gab es ja dann bis zu 6.000 Euro für die Neuanschaffung von einem Firmenwagen oder auch einem Privatfahrzeug. Mit Ausbleiben dieser Prämie und der allgemeinen Verunsicherung im Markt sind auch die Neuzulassungszahlen massiv zurückgegangen. Das ist natürlich ein Problem für die deutschen Automobilhersteller, weil die jetzt immer mehr auf den deutschen und einheimischen europäischen Markt angewiesen sind. Der Marktvorteil der klassischen Verbrennerwelt in China und anderen asiatischen Märkten ist dahin, dort dominieren die einheimischen Marken. Und auch der Technologievorsprung, den sich die deutschen Automobilhersteller dort über Jahrzehnte erarbeitet haben, ist mit dem Beginn der Elektroära wieder weg. Das heißt, auch hier ganz viele verschiedene Krisenherde für die deutsche Automobilindustrie, weshalb hier die Zulassungszahlen und auch die wirtschaftliche Entwicklung massiv zurückgeht. Die Bundesregierung möchte jetzt gegensteuern und hat dafür eine neue Gesetzesänderung geplant, die sie jetzt im nächsten Jahressteuergesetz dann einbringen möchte. Wir möchten uns das Ganze heute anschauen. Wo ist denn der Mehrwert der aktuellen Regelung? Was ist da für die Neuregelung geplant? Und welchen steuerlichen Vorteil ergibt sich denn daraus für euch? Bisher ist es ja so, bei einem Elektroauto müssen wir immer schauen, wie hoch ist denn dort der Bruttolistenpreis? Aktuelle Rechtslage ist ja so, bis zu einem Bruttolistenpreis von 70.000 Euro und einem rein elektrischen Fahrzeug, also keinem Hybrid oder Verbrenner, dürfen wir mit 0,25% des Bruttolistenpreises den Geldwertvorteil für die Privatnutzung versteuern. Liegt der Kaufpreis jetzt darüber, dann fallen 0,5% auf diesen Bruttolistenpreis an und damit eben eine doppelt so hohe ertragsteuerliche Belastung für die Privatnutzung. Bei den Verbrennern ist es ja schon immer so, dass wir dort von 1% des Bruttolistenpreises rechnen müssen, also hier aktuell auch zur aktuellen Rechtslage ja mindestens doppelt oder sogar viermal so viel. Was plant die Bundesregierung denn jetzt? Die Bundesregierung sagt, wir wollen den Markt für Neufahrzeuge ankurbeln und da ja die meisten Neuzulassungen eben Firmenwagen sind, wollen wir natürlich auch dort eingreifen und dort einen Anreiz setzen, dass wieder mehr neue Fahrzeuge gekauft werden können. Jetzt ist es ja so, die Einsteigerfahrzeuge, die es da gibt, werden ja häufiger im Privatgebrauch oder im Privatbereich zugelassen. Und im Bereich der Firmenwagen ist es ja häufig so, dass es dann doch Mittelklasse- oder Oberklasse-Fahrzeuge sind, die dann doch einfach etwas mehr kosten und man dort in der Praxis ganz häufig diese Grenze von 70.000 Euro des Bruttolistenpreises reißt. Das führt dazu, dass wir kein Viertelprozent mehr, sondern ein halbes Prozent Besteuerung haben und das ist natürlich deutlich teurer und damit nicht mehr so attraktiv für die Unternehmen und auch für die Mitarbeiter, so ein Fahrzeug anzuschaffen. Die Bundesregierung plant jetzt, diese Grenze von 70.000 Euro auf 95.000 Euro zu erhöhen. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, was bedeutet das denn im Beispiel, wie hoch ist der Wert aktuell, den wir da versteuern müssen und wie hoch wäre denn in der Zukunft. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, wir sagen, wir gehen genau an die neue Grenze, 95.000 Euro. Das kann ja mal gut ausgestattetes Mittelklasseauto sein, von Mercedes, BMW und Co. Wenn man die ordentlich ausstattet, dann sind wir da schnell in dem Bereich, dass wir bei 90.000, 95.000 Euro liegen. Gucken wir uns das also an für die aktuelle Rechtslage. 95.000 Euro heißt logischerweise, wir haben davon ein halbes Prozent vom Bruttolistenneupreis als Geldwertvorteil, den wir versteuern müssen. Es ist ja auch immer so, auf Ebene des Unternehmens können wir zunächst die ganzen Fahrzeugkosten abziehen. Das haben wir jetzt exemplarisch einmal gemacht und wollen einfach hier kurz einen Blick drauf werfen, nur dass ihr die Rechenlogik ganz grob versteht. Das heißt natürlich, wir schreiben das Fahrzeug ab, 90.000 Euro Bruttolistenpreis, gibt einen Nettowert von, ich habe es mir aufgeschrieben, circa 79.800 Euro. Dann haben wir laufende Kosten für die Abschreibung von 1.100 Euro, Versicherung, Strom- und Servicekosten, die wir jetzt hier angenommen haben. Bei einem Neufahrzeug ja relativ moderat, also haben wir so circa laufende Kosten von 1.300 Euro im Monat für das Fahrzeug.
Im Gegenzug müssen wir dann ein halbes Prozent des Bruttolistenneupreises, also der 90.000 Euro, als Geldwertenvorteil versteuern, zuzüglich der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Wir haben jetzt hier 8 Kilometer angenommen. Dann kommen wir hier auf einen Geldwertenvorteil von 475 Euro für das halbe Prozent und 114 Euro eben für die Fahrten Wohnung und Arbeitsstätte. Gibt aktuell einen gesamten Geldwertenvorteil von 589 Euro. Das heißt, wir haben ja auch jetzt schon einen Vorteil Betriebsausgaben zu dem Geldwertenvorteil von ca. 730 Euro. Das heißt, die Steuersparnis rein durch den Firmenwagen hier liegt pro Monat bei ca. 320 Euro. Was bedeutet jetzt die Gesetzesänderung? Gleiches Beispiel schauen wir uns wieder an. 95.000 Euro Bruttolistenpreis, jetzt rechnen wir aber mit einem Viertelprozent. Das heißt, logischerweise Betriebsausgaben, Abschreibung, Strom, Service, Versicherung bleiben gleich. Wieder 1.300 Euro. Aber jetzt haben wir eben nur noch ein Viertelprozent des Bruttolistenpreises, den wir als Geldwertenvorteil versteuern müssen. Gleiches gilt auch für die Fahrten Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte. Das heißt, unser Geldwertervorteil hier, jetzt nur noch 237,50 Euro, zuzüglich der Fahrten Wohnung Arbeitsstätte 57 Euro, gibt 294 Euro Geldwertervorteil. Das heißt, wir haben ja jetzt schon hier Vorteil von fast 300 Euro pro Monat, den wir hier ausrechnen können. Und jetzt schauen wir uns noch an, was bedeutet das denn effektiv als Geldersparnis? Also nehmen wir noch den Steuersatz mit rein, 42% plus Solidaritätszuschlag. Dann haben wir hier einen wirklichen effektiven Vorteil in Geld gerechnet, also nach Steuern, von 130 Euro monatlich. Und das einfach nur, weil wir sagen, wir ändern die Gesetzeslage und haben jetzt ein Viertelprozent statt einem halben Prozent. Also macht ja dann schon tatsächlich einiges aus. Und wenn wir jetzt das Ganze rechnen über die gesamte Abschreibungsdauer eines Fahrzeugs, das heißt, wir betrachten jetzt hier den Kauffall, dann liegen wir hier bei einer Nutzungsdauer von 6 Jahren bei 9.300 Euro. Das heißt, nur durch diese kleine Änderung wird der Firmenwagen in der Privatnutzung über die gesamte Laufzeit über 9.000 Euro günstiger. Bei Leasing und Co. verhält sich natürlich ein bisschen anders. Wir haben jetzt auch bewusst die weiteren Änderungen für degressive AV und Co. außen vor gelassen, einfach, dass wir hier eine Transparenz drin haben und eine genaue Vergleichbarkeit. Über eine degressive AV können wir natürlich auch sagen, wir schreiben jetzt das Fahrzeug noch schneller ab, haben aber dann natürlich im Umkehrschluss ganz weit hinten raus irgendwann den steuerlichen Nachteil, dass wir dann ja wieder einen höheren Veräußerungsgewinn haben oder unsere Abschreibung einfach dann später wieder deutlich geringer wird. Das heißt hier, die Änderung, die da geplant ist über die Laufzeit eines Fahrzeugs, macht ja dann schon was aus, setzt auch bewusst einen Anreiz, dass wir hier nochmal deutlich günstiger sind, und vergleichen wir jetzt eben den hochpreisigen Elektrowagen gegen einen Verbrenner, dann wird der Unterschied ja noch deutlicher. Dort müssten wir 1% versteuern und hier eben nur ein Viertel. Das heißt, 3/4, also 75% unseres Geldwertenvorteils, würden wir jetzt hier einsparen. Die Bundesregierung sagt bewusst, wir wollen das genau eben nur für die Firmenkunden machen. Die lassen die Autos zu. Privatkunden lassen wir jetzt hier außen vor. Die haben eben Pech gehabt. Wir möchten nicht wieder subventionieren, sondern lediglich Steueranreize setzen. Und bei der Privatnutzung eines PKWs im Privatgebrauch geht das ja nicht, weil wir dort ja eben keinen Geldwertenvorteil haben, den wir versteuern müssen. Ja, wir haben dir heute gezeigt, was die Bundesregierung plant, um den deutschen Automobilmarkt wieder neuen Schwung einzuhauchen und dort die Zulassungszahlen wieder anzukurbeln. Was hältst denn du von der Regelung? Sagst du, das ist wirklich ein Mehrwert für mich? Oder sagst du, naja, das ist zwar schön, dass es auf dem Papier steht, wenn es denn final wirklich so beschlossen wird bei unserer aktuellen Bundesregierung, und auch wenn es dann kommt, ist es für mich kein Entscheidungskriterium, macht für mich keinen Unterschied, würde für mich keinen Anreiz setzen, ein Elektrofahrzeug zu kaufen oder jetzt ein neues Auto zu kaufen, weil es eben steuerlich günstiger wird. Das würde mich interessieren. Schreib es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten möchte ich dich bitten, unseren Kanal zu abonnieren, damit du auch künftig von unseren Steuertipps und Steuerstrategien profitieren kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.